Hallo meine Freunde, heute machen wir mal ein Video, auf das ihr schon lange gewartet habt. Und zwar will ich euch zeigen, wie man die Spur bei einem Fahrzeug misst und einstellt. Bei der Spur ist der Winkel der beiden Vorderräder gemeint. Die stehen nämlich beim Auto nicht ganz parallel, sondern unter Umständen so ein bisschen zueinander in Fahrtrichtung. Dann spricht man von einer Vorspur oder etwas auseinander, dann spricht man von einer Nachspur. Früher hat man beim Oldtimer zur Einstellung der Spur sogenannte Spurlehren benutzt. Das war ein mechanisches Maß, mit dem man vorne und hinten den Abstand geprüft hat und dann den 1 mm oder 2 mm Unterschied eingestellt hat. Heutzutage kann das aber selbst der Heimwerker mit einer optischen Laservermessung machen. Solche Lasermesswerkzeuge gibt es für einen Preis, der sich für einen ambitionierten Heimschrauber durchaus lohnt. Ich benutze das sogenannte Track Ace Tool. Die Anleitung bezieht sich also speziell auf dieses Instrument. Das Fahrzeug muss auf einer waagrechten Fläche stehen und die Räder müssen genau in gerader Ausstellung zeigen. Dann geht er an das rechte Vorderrad und nimmt die mitgelieferte Stange, legt sie am vordersten Punkt an. Das Lasergerät muss genau diesen Abstand zum Felgenhorn haben. Also auf einen halben Zentimeter kommt es nicht an, so können wir das ungefähr hinstellen. Danach müsst ihr die Radlehre am linken Vorderrad anbringen. Hier muss sie genau am Felgenrand anstehen. Man müsste auch ein Stückchen aussuchen, wo nicht gerade vom Bordstein verdonnert ist. Und zusätzlich Lehre exakt waagrecht stehen. Das könnt ihr so mit den Füßen hier ausnivellieren. So kommt es hin. Bevor wir jetzt den Laser einschalten, ein Sicherheitshinweis. Ihr solltet nie direkt in das Laserlicht schauen. Also es steht immer seitlich dazu und achtet darauf, dass der Spiegel euch nicht das Laserlicht ins Auge reflektiert. Der wird jetzt hier eingeschaltet und man sieht jetzt hier einen Punkt. Das ist jetzt der Laserpunkt. Den verfolgt ihr. Wir müssen den Laser nämlich jetzt so justieren, dass er den Spiegel auf der anderen Seite trifft. Momentan seht ihr hier unten am Boden, wenn ich den ein bisschen höher stelle. Hier seht ihr den Punkt am Boden langlaufen und jetzt müsst ihr den Spiegel auf der anderen Seite treffen. Ich bin zu weit rechts. Da muss ich die Basiseinheit drehen. Ihr seht, ich bin jetzt schon an der unteren Kante des Spiegels noch ein Tupfer höher und wir sind auf der Spiegelfläche. Damit jetzt mit dem Laserstrahl nichts passiert, winkeln wir den Spiegel so ab. Dann kommt er nämlich hier rein und wird direkt auf den Boden reflektiert. Das ist jetzt schon der reflektierte Strahl. So, jetzt kippe ich den Spiegel langsam, dass der wieder auf der anderen Seite landet. Bis hierher habe ich den reflektierten Strahl jetzt gefunden. Das ist der eingehende, ihr seht, hier und hier ist der reflektierte. Das heißt, ich muss den Laser jetzt ein bisschen drehen, weil ich muss mit dem reflektierten Strahl auf meine Skala. Nach einem gewissen Suchen hat man den und durch leichtes Drehen kann ich den jetzt genau auf die Nulllage einstellen. Da muss jetzt der Laserstrahl muss jetzt genau auf die Null zeigen. So, und jetzt kommt genau der Trick der Apparatur. Die kann nämlich wirklich mit einem Spiegel messen. Das eine Rad steht jetzt absolut parallel zur Messskala. Und jetzt verschiebe ich den Spiegel vom linken auf das rechte Rad. Und wenn das rechte Rad anders steht, dann ändert sich der Laserstrahl auf der Skala. Das kommt jetzt vom rechten weg, kommt ans linke dran. An die Einheit dürft ihr nicht kommen. Und jetzt stellen wir das einfach so auf, dass wir hier wieder den Laserstrahl finden. Und hier haben wir einen Nachlauf, das heißt Tau out ist der Nachlauf. Hier oben ist eine Skala und hier wäre 1 Grad. Und wir sind auf der Linie, das sind 50 Minuten. Wir haben eine Nachspur von 50 Minuten. Ich habe mir mal hier die richtigen Werte aus der Anleitung herausgeschrieben. Wir bräuchten hier eine Nachspur von 15 Minuten, plus 10 oder minus 15. Mit 50 sind wir also außerhalb des Toleranzbereiches. Wir müssen die Spur einstellen. Die Einstellung der Spur erfolgt bei den meisten Fahrzeugen an den Spurstangen. Bei diesem Urgolf geht es sogar nur an der rechten Spurstange. Hier ist der Spurstangenkopf auf die Spurstange verschraubt. Wenn man jetzt hier diese Stange mehr rausdreht oder reindreht, ändert sich die Spur. Der Hebel greift hier hinten an. Wenn wir jetzt die Nachspur verringern wollen und wir hatten ja zu viel Nachspur, dann müssen wir jetzt mit dem Hebel weiter raus und damit steht das Rad gerader. Das heißt, ich muss die Stange aus dem Gewinde rausdrehen. Zuerst müssen wir aber die Kontermutter lösen. Dafür brauchen wir ein bisschen Rostlöser.
Damit wir wissen, wie viel wir die Stange gedreht haben, machen wir jetzt hier einfach so eine Geebefahne dran. Die Verschraubungen sind bei den meisten deutschen Autos, glaube ich, 22. Passt auch hier. Brauchen wir so einen offenen Kränfuß, damit wir auf die Kondamutter kommen. Und oben zum Gegenhalten ein Ringschlüssel. Dann geht es mit Gewalt auf. Und auf ist sie. Kondamutter ist jetzt lose. Und wir können jetzt an der kleinen Fläche hier die Spurstange drehen. So, das wäre jetzt eine Viertelumdrehung, wie man unsere Fahne sieht. Das federt ein bisschen zurück wegen der Manschette. Die tut sich nachher schon wieder einstellen. Das wäre eine halbe Umdrehung. Damit probieren wir es mal ungefähr. Das könnte schon reichen. Ich ziehe es jetzt nur mal vorsichtig an. Wir müssen ja erstmal messen, wo wir ungefähr sind. Jetzt messen wir wieder, nachdem wir das gestellt haben. Und finden 35 Minuten Nachspur. Das heißt, wir haben jetzt genau die Hälfte geschafft. Bei 50 waren wir. 35 sind wir, nach 15 wollen wir. Kränf ist zu. Das heißt eine weitere halbe Umdrehung und wir sind am Ziel. Und wir haben Volltreffer. Da sieht man auch, wie präzise die Methode ist. Wir haben genau die 15 Minuten Nachspur, die wir wollten. Und zum Schluss müssen wir die Kondamutter noch anziehen. Ich habe jetzt zwei verschiedene Werte gefunden für dieses Fahrzeug. Im einen Buch steht 40 Newtonmeter, im anderen 50. Also machen wir irgendwas zwischen 40 und 50. Und wir haben 40 und ein bisschen was tut's. Die Mutter ist wieder gesichert. Können wir unsere Messmarke entfernen und wir sind fertig. Ich habe euch heute gezeigt, dass man mit so einem einfachen Messgerät die Spur relativ präzise einstellen kann. Es ist also vollkommen unnötig, dass ihr das immer in der Werkstatt macht. Tschüss, bis zum nächsten Video.